einem ausgedehnten Vollbrandstadium. Durch die massive Brandausbreitung und Brandzehrung. Das ist ja jetzt schon der zweite Großeinsatz binnen einer Woche. Thank you.
vom Brand erfahren habe ich das ständig dadurch, dass ich die Feuerwehr Sirene gehört habe und auch gehört habe, dass in welchem Bereich das ungefähr sein könnte, und war dann auch relativ frühzeitig am Brandort, nur weil es letztendlich nur 200 Meter von meinem Wohnsitz weg ist. Und das Gebäude ist noch bis vor einem Jahr genutzt worden als Wirtschaftsgebäude, hat sich genannt Pizzeria Santo und ist von dem verkauft worden und sozusagen stillgelegt. Das Gebäude war also jetzt gerade momentan nicht in Nutzung. Ja, das Gebäude ist vom Nachbar linkerseits gekauft worden und dort hat, oder soll wieder ein Wirtschaftsgebäude, aber in etwas anderer Form und neu entstehen. Mit dem ist zum Rechnen, das ist jetzt schon der zweite Großeinsatz binnen einer Woche. Am Anfang der Woche hat es da oben in Eichelberg gebrannt, im Wohngebäude. Und dort war eigentlich die Situation noch schwieriger im Zugang, weil es in einer sehr engen Situation war. Und da war ich allerdings auch vor Ort, da ich in der Gemeinde Eichelberg auch Wassermeister bin und dort natürlich auch verantwortlich viel für die Löschwasserversorgung.
Ja, also wir sind primär heute Abend von der Leitstelle nachalarmiert worden, um den RTW vom Regelrettungsdienst auszulösen. Die Leitstelle hat allerdings dann auch gleich die komplette SEG Hattenhofen alarmiert zur Absicherung der Feuerwehr. Und im Augenblick ist es so, wir haben ja weder Verletzte noch zu betreuende Betroffene hier im Ort bei dem Brand. Es war ja ein leerstehendes Gebäude. Deswegen beschränken wir uns jetzt mal drauf, die Feuerwehr abzusichern, falls was passiert. Und die Feuerwehrleute ein bisschen mit Getränke zu versorgen. Ja, genau, weil da sind ja wieder so viele Feuerwehrleute unter Atemschutz im Gebäude unterwegs und da muss man dann auch wieder aufpassen, dass die sich nicht dehydrieren und dass die halt fit bleiben. Also wir sind hier insgesamt mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Ja, Frage, wissen Sie, mit wann der Energieversorger ungefähr an Einsatzstelle sein könnte kommen? Ja, wir sind hier in Zell unter Eichelberg in der Umderstraße. Hier kam es um 3.30 Uhr zu einer Meldung über einen Vollbrand eines Gebäudes. Ja, als die Feuerwehr heute Morgen um 3.30 Uhr eingetroffen ist, die Kräfte aus Zell und aus Eichelberg, stand das Gebäude mit seinem Erd- und Obergeschoss in einem ausgedehnten Vollbrandstadium. Korrekt. Also um 0.40 Uhr circa kam es in diesem Gebäude schon einmal zu einem Brand.
vermutlich aufgrund von Feuerwerkskörper. Es waren Gebäudeteile offen. Das Gebäude ist ja nicht bewohnt aktuell. Die Feuerwehr war um 0.40 Uhr, ca. 20 Minuten vor Ort und hat Dinge im Gebäude abgelöscht. Beim ersten Einsatz war ich nicht dabei, kann wenig dazu sagen. Mir wurde von der Feuerwehr mitgeteilt, dass die Feuerwehr den Brand ausreichend gelöscht hat und auch mit der Wärmebildkamera kontrolliert hat. Und bei ihrem Verlassen 20 Minuten nach dem Eintreffen war das Gebäude gelöscht. Das Gebäude stand jetzt um 3.30 Uhr in einem ausgedehnten Brand, nahezu in einem Vollbrand. Das Gebäude hat einen Untergeschoss, eine massive Decke und ein Holzerdgeschoss mit einem Holzkonstruktion als Obergeschoss. Durch die massive Brandausbreitung und Brandzehrung war die Statik des Gebäudes nicht sicher. Wir haben einen Statiker der Feuerwehr jetzt auch mit vor Ort. Und dadurch, dass die Decke über Erdgeschoss massiv auch vom Brand mit Mitleidenschaft gezogen wurde, war die Standsicherheit nicht gewährleistet. Nachdem keine Menschenleben zu retten waren, ist die Feuerwehr vorsichtig vorgegangen und hat hier keine Sicherheit der Einsatzkräfte riskiert. Und deshalb waren wir zunächst mal nur im Außenangriff und sind, als wir jetzt die Statik des Gebäudes soweit beurteilen können, in den Innenangriff übergegangen. Also die Holzkonstruktion ist dahingehend problematisch, da das Feuer in der Konstruktion sich befindet, also in der Wandkonstruktion, in der Deckenkonstruktion und auch in der Außenwandkonstruktion. Die Außenwandkonstruktion ist eine Hohlkonstruktion, die mit Schindeln außen abgedeckt ist und viele Hohlräume enthält. Wir müssen diese Hohlräume aktuell jetzt öffnen, zum Teil über tragbare Leitern, zum Teil über die Drehleiter der Feuerwehr Weilheim, um an die Brandherde ranzukommen. Da aber der Brand im gesamten Konstruktionsbereich sich befindet, werden wir vermutlich jetzt noch einen Bagger hinzuziehen, um diese Holzkonstruktion dann eben aufzureißen und dann besser ablöschen zu können. Das ist Schaum, um besser in Brände von Feststoffen eindringen zu können. Wenn Sie Holzkonstruktionen haben, dann bleibt das Wasser auf dem Holz. Mit diesem leichten Zusatz an Schaum dringt das Wasser besser in Feststoffe ein und wir haben damit eine bessere Löschwirkung bei geringerer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Eichelberg und Zell rücken hier in dieser Region planmäßig mit Unterstützung der Feuerwehr Weilheim aus. Die Feuerwehr Weilheim ist mit einem Löschfahrzeug und der Drehleiter mit hier vor Ort. Wir haben den Gerätewagen Atemschutz aus Göppingen und wir haben eine Führungsgruppe aus Saalach und Süßen. Also sind jetzt hier mit der Feuerwehr Bad Boll, die jetzt gerade die Nachlöscharbeiten noch organisiert. Wir sind insgesamt jetzt 7 beteiligte Feuerwehren, 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 8 Kräfte des Rettungsdienstes und 2 Kräfte der Polizei vor Ort im Einsatz. Nein, keine verletzten Personen, keine verletzten Tiere. Also wir werden jetzt in einer halben Stunde noch mal besprechen mit den einzelnen Führungskräften, ob wir das Gebäude nachlöschen können über von handwerklich geöffneten Konstruktionen. Und wenn das nicht ohne Gefährdung der Einsatzkräfte möglich ist, die Nachlöscharbeiten sicher durchzuführen, dann werden wir vermutlich mit Unterstützung eines Baggers Teile des Gebäudes abtragen, um sie dann ordentlich ablöschen zu können. Diese Entscheidung werden wir in circa einer Viertelstunde bei der nächsten Besprechung dann treffen. Wir sind aber sicherlich noch den Tag über da.
Ja.